Heute möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie man von Ängsten und Sorgen sich befreien kann. Das war jetzt sehr gutes Deutsch. Aber wie kann ich mich von Sorgen und Ängsten befreien? Wir leben gerade in einer Zeit, die sich sehr unsicher anfühlt. Und diese Ängste und Sorgen werden natürlich auch verbreitet ohne Ende über die Medien, egal ob alternativ oder öffentlich. Wir alle stecken hier und da mal in Ängsten und Sorgen, weil wir nicht wissen, wie sieht es aus mit unserem Job, ja, wie sieht es aus mit dem Geld, was kommt in Zukunft. Und diese niedrige Schwingung aus ständig Sorgen und Angst haben, hat einen negativen Einfluss auf dich, auf deine Gesundheit, auf deine Familie, deinen Körper, deine Zellen hören dir in jedem Moment zu, was du denkst und fühlst. Und sie antworten darauf. Wenn wir ständig Sorgen und Ängste haben, dann begibt sich unser Körper in eine niedrige Schwingung. Wenn er in einer niedrigen Schwingung ist, entstehen auch Krankheiten. Ja? Auch schlapp sein, müde sein, überhaupt keine Motivation haben, null inspiriert. Man hat einfach keinen Bock mehr auf Leben sozusagen. Wie kannst du diese Ängste und Sorgen loswerden? Ein wertvoller Tipp, den ich auch aus dem Buch habe, Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie. Das ist ein Buch, das habe ich auf Audible mir vor einigen Jahren mal geholt. Wundervolles Buch, wenn du Ängste und Sorgen hast. Das habe ich meiner gesamten Familie geschenkt. Meine Mutter hat sich das, keine Ahnung, wie oft durchgelesen, weil sie einfach nur begeistert ist von diesem Buch. Das, was er sagt, ist, wenn du Ängste hast, geh durch die Angst durch. Setz dich hin und schreibe es dir auf. Unser Ego liebt es, mit Luftblasen zu arbeiten, ja, mit Sachen, die überhaupt gar nicht stimmen. Der erzählt dir und erzählt dir und erzählt dir und macht es immer größer. Man glaubt es, man ist voll in Sorge. Und wenn du rausgehst, siehst du, okay, das ist doch nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe. Du schreibst dir auf, was kann mir als Schlimmstes passieren, wenn ich es nicht schaffe, mein Problem zu lösen, wenn du ein Problem hast. Oder was ich halt sehr, sehr gerne mache, mir aufzuschreiben, A, wie lautet das Problem, das ich habe? Sehr oft kann man es noch nicht mal benennen, weil man so unfokussiert ist und einfach nur in Ängsten ist. Was ist das genaue Problem? Was ist die Ursache? Welche Lösungen sind möglich? Und welche Lösung ist die beste? Man geht da durch, man geht durch dieses Ganze durch. Und was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Auch da durchgehen. Ich hatte ein Video gemacht Anfang des Jahres, wo ich euch erzählt hatte, ganz am Anfang, es war im Januar, da war ich auch unsicher, was geht denn hier ab in der Welt gerade, ja, mit dem Virus und was es da alles so ist. Und mir war klar, dass es einen Umschwung geben wird auf dieser Erde. Ja, da gab es ja ganz viele Vorzeichen, wo es hieß, bereitet euch vor, bla bla bla. Aber das mit dem Virus, ne, das war was ganz anderes. Es kam dann aus einer ganz anderen Ecke, dieser Umschwung, diese Veränderung auf dieser Welt. Natürlich kamen dann auch Ängste und Unsicherheiten. Ich habe mich damals hingesetzt und mit mir gearbeitet. Wovor hast du Angst gemacht? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich bin durch meine schlimmsten Ängste gegangen und das Schlimmste war halt sterben. Ja, ich könnte sterben und könnte eine Familie hinterlassen zum Beispiel. Oder ich könnte Familienmitglieder verlieren. Und habe mir das dann so aufgeschrieben, bin dann durch die schlimmste Angst durch. Was dann passiert, das Ego mag das nicht, weil es will ja festhalten an einer Geschichte, an einer Hollywood-Story, die er dir die ganze Zeit erzählt, damit du da voll in Ängsten bist. Wenn du aber da durchgehst, wird dir vieles bewusst und diese Angst ist nicht mehr so groß. Sie ist nicht mehr so unsichtbar. Sie ist dann plötzlich sichtbar vor dir. Und das macht was mit einem. Mir ist damals zum Beispiel bewusst geworden, es hat alles einen Sinn. Ob ich es verstehe oder nicht, aber es hat alles einen Sinn. Selbst wenn ich sterben sollte und selbst wenn ich eine Familie hinterlasse, es hat einen Sinn. Und die wachsen daran. Nichts passiert zufällig hier auf der Erde. Es ist sehr schwer in Worte zu fassen, aber wenn wir durch unsere Ängste so durchgehen, indem wir sie dir aufschreiben, indem wir da durchgehen und sie fühlen, dann, und du arbeitest mit guten Fragen, wie zum Beispiel, welche Lösung ist möglich oder welche Lösung ist die beste? Du wirst nicht sofort eine Lösung haben, aber dein Unterbewusstsein wird die ganze Zeit danach suchen und sie dir präsentieren, wenn du dran bleibst. Also arbeite damit, dass du dich immer wieder damit beschäftigst, was ist die beste Lösung? Wie kann ich mich mit meinem Herz verbinden? Beschäftige dich mit Spiritualität, ne? Wenn dir bewusst wird, dass das alles einen Sinn hat, wenn du auch alternativ Informationen bekommst zu dem, was gerade abgeht. Ich kann unten gerne verlinken, wem ich folge, wo ich mir gerade Informationen hole zu dem aktuellen Thema, was da gerade abgeht. Das kann auch nochmal beruhigen. Auf Instagram hatte ich schon gepostet, wem ich folge, wo ich mir Informationen hole, die keine Angst machen. Ja? Die einfach das große ganze Bild zeigen, was hier gerade auf der Erde abgeht. Da gibt es auch ein Buch, das werde ich dir wahrscheinlich verlinken. Da wird es sogar beschrieben. Das Buch hatte ich mir letztes Jahr geholt im August oder sogar vorher schon im Juli. Und das ist von den Plejaden. Da wird über das 2020 geredet, dass es einen großen Umbruch geben wird und dass sich vieles verändern wird. Der Schlüssel zum goldenen Zeitalter, glaube ich, heißt es. Lichtbotschaften von den Plejaden 5. Und da wird so viel geschrieben von der aktuellen Zeit. Das ist ein gechanneltes Buch über die Finanzen, über
die Politik, was hier gerade alles abgeht, das wird alles in dem Buch schon damals besprochen und dass 2020 ein sehr spannendes Jahr sein wird für uns, weil vieles sich verändern wird und die Tore zum goldenen Zeitalter geöffnet werden. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, das sind doch alles nur Verschwörungstheorien und es ist alles dunkel und grau und bös und es ist alles so gefährlich und wird alles schlimm enden. Wir können entscheiden, wo unser Fokus ist. Wir können entscheiden, wo unser Fokus ist. Und das Wichtigste ist, dass du dich verbindest mit deinem inneren Wesen, indem du zur Ruhe kommst, tief ein- und ausatmest und um Führung bittest. Dafür dankst, dass es diese Führung gibt. Dafür dankst, dass es eine Lösung gibt, dass du sie vielleicht nicht siehst, aber du bittest um eine klare und deutliche, ein klares und deutliches Zeichen für eine Lösung. Ich hoffe, ich habe dir damit helfen können. Wenn nicht, dann schreib es mir gerne unten in die Kommentare, dann kann ich gerne noch was dazu schreiben. Aber das sind so die Wege, wie ich damit umgehe, durch Ängste und Sorgen zu gehen. Ich weiß genau, mein Körper schwingungsmäßig reagiert er immer auf meine Gefühle und Gedanken. Und um nicht ständig in einer niedrigen Schwingung zu bleiben, vertraue ich, gehe da raus und gehe erstmal durch die schlimmste Angst durch, schaue sie mir an und dann kann ich sie loslassen. Wenn ich sie loslasse, ist kein Druck mehr da. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zum nächsten Video.